Hallo, wir sind hier bei Horses and Dreams 2012. Neben mir habe ich Lisa. Hallo. Lisa, warum bist du hier? Ja, also ich finde das Ambiente hier schön und die ganzen Pferde und ich komme auch von hier und dann kann man schnell mal gucken kommen und es ist immer schön hier zu sein. Und was schätzt du besonders an Horses and Dreams? Gibt es da eine bestimmte Sache? Ja, auf jeden Fall die Pferde und man kann immer schnell gucken kommen. Und was ich auch gut fand, war heute der Cup der Sparkasse. Man konnte da mal schnell rüber gucken bei den kleinen Reitern. Und das fand ich auch sehr gut, weil ich ein Mädchen kannte, die da mitgeritten ist. Ja, und das hat mich halt sehr interessiert. Da wollte ich mal gucken. Und auch die Dressur gleich, den PA-Förderpreis wollte ich mir angucken. Ja, das war schön. Ist das auch dein persönliches Highlight für heute? Ja, also PA-Förderpreis ist schon so, was ich mir auch gerne angucke. Es ist schon, ja, reiten viele junge Reiter, geht ja bis 25. Es macht schon Spaß, dazu zu gucken. Aber auch die Springen, ja. Eigentlich so, alles rundherum gefällt mir hier. Und hast du auch einen persönlichen Lieblingsreiter, Reiterin oder Lieblingspferd? Lieblingspferd ist so, ja, Totilas, aber der ist leider ja heute nicht am Start, was man schon gehört hat. Und so von Springen finde ich Carsten Otto Nagel gut und auch wie er reitet, sehr schön. Okay, super, vielen Dank und dir noch viel Spaß. Ja, danke schön. Hallo, wir sind hier bei Horses and Dreams 2012. Neben mir habe ich Laura, Lisa und Marie. Was schätzt ihr besonders an Horses and Dreams? Ja, Horses and Dreams ist jedes Jahr einzigartig und jedes Jahr ein anderes Motto. Dieses Jahr Great Britain. Und ja, was schätzen wir daran an Great Britain? Macht jedes Jahr Spaß, hier zu sein, hier zu arbeiten, immer neue Leute zu treffen. Ja. Habt ihr auch einen Lieblingsreiter, ein Lieblingspferd? Mein Lieblingsreiter ist Markus Ening. Ja. Und ihr habt ja auch einen Lieblingsreiter oder ein Lieblingspferd? Was ist denn euer persönliches Highlight bei Horses and Dreams? Party! Sehr gut, danke schön. Hallo Herr Siemers. Hallo. Sind Sie zum ersten Mal bei Horses and Dreams? Nein, ich bin hier Stammgast, kann man so sagen. Was schätzen Sie besonders an Horses and Dreams? Die ganze Atmosphäre. Also die Ausstellung, also es gibt kaum ein vergleichbares Turnier. Ganz toll hier. Und was war Ihr persönliches Tageshighlight heute? Heute ganz eindeutig der Ritt von Vallegro, also das Dressurpferd Vallegro mit der, ich weiß gar nicht, wie sie mit Vornamen heißt, Frau Dujardin aus England. Das war ein absolutes Highlight, ein ganz tolles Paar, ein super Pferd und für mich vielleicht sogar einer der Favoriten für London. Und wie sieht es mit Totilas aus? Ist das auch ein Favorit für Sie? Totilas ist absolut ein Traumpferd, nicht? Und eigentlich sind wir deshalb heute auch hierher gekommen, um Totilas zu sehen und sind ein bisschen enttäuscht, dass er nur erst morgen geht. Okay, vielen, vielen Dank. Jo, bitte. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Hallo, herzlich willkommen bei Horses and Dreams 2012. Neben mir ist Albert Hörnschemeier. Hallo, Herr Hörnschemeier. Hallo, Frau Lippert. Ein paar Fragen an Sie. Was schätzen Sie an Horses and Dreams? Also das ganze Ambiente, die Umgebung, die Menschen, der Reitsport und dass das mein Freund ausrichtet, Uli Kasselmann. Ah, das ist sehr schön. Haben Sie auch einen Favoritenreiter oder überhaupt Reiter und Pferde, die Sie sehr schätzen? Nein, persönlich habe ich das nicht. Ich schätze eigentlich, dass wir mit dem Reitsport so verwandt sind, weil meine Töchter beide reiten, Anja und Nina. Und wie gesagt, meine Enkel jetzt schon langsam rangeführt werden zu diesem Sport. Aber dass ich jetzt speziell einen Reiter habe, nein. Okay, sehr schön. Dankeschön. Oh, bitteschön. Hallo, herzlich willkommen bei Horses and Dreams. Warum sind Sie hier? Ich bin hier, weil ich selber Reiterin bin und jahrelang auch Turniere geritten habe. Und das ist sehr interessant, selbst im Alter das nochmal alles wieder mitzuerleben. Aber bei Horses and Dreams selber sind Sie noch nie mitgeritten, oder doch? Nein, hier bin ich noch nicht geritten. Aber sonst bin ich in Hamburg, Berlin auf Meisterschaften mitgeritten. Ah, das ist sehr interessant. Dankeschön. Was schätzen Sie an Horses and Dreams? Ja, diese internationale Atmosphäre, der Sport vor allem und dann die Highlights hier mit den Läden und Freunde treffen von der ganzen Welt eigentlich, ja. Haben Sie auch einen persönlichen Lieblingsreiter, Reiterin oder ein Lieblingspferd? Ja, das ist schon Christian Ahlmann, ja. Sehr schön, danke schön für Ihre Zeit.
Wie stehst du zum diesjährigen Motto Great Britain? Okay, du möchtest keine Auskunft geben. Dann, was ist dein Lieblingsreiter? Lieblingspferd? Okay, danke schön.